Digitale Bildkorrelationsmethode ist ein optisches, berührungsloses Verfahren. Dreidimensionale Koordinaten können auf der Oberfläche vom Fenster und über den Zeitverlauf des Versuchs bemessen werden oder aufgenommen werden. Voraussetzung ist das entsprechende geeignete Muster auf der Oberfläche aufgebracht werden, die mit der Oberfläche mitbewegen und auch das DAC-Kamerasystem entsprechend für das Messfeld kalibriert und eingestellt wird. Anschließend und anhand dieser dreidimensionalen Koordinaten können noch relative Verformungen, wie man das hier sieht, unter der Regenlast aufgenommen werden oder Dehnungen auch. Das ermöglicht uns einen besseren Überblick und ein besseres Verständnis für unsere Konstruktion zu haben, wie sich das Fenster verformt, In- und Außerebene, welche sind die Schwachstellen und so weiter. Und ein wichtiger Vorteil ist, dass es die Möglichkeit gibt, ein numerisches Modell mit finiten Elementen zu entwickeln und anhand von der DAC-Resultaten zu kalibrieren. Und so können wir das Modell für unsere Untersuchungen, für unsere Forschung benutzen. Und das würde natürlich den Laboraufwand deutlich reduzieren.